Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Ich habe hier das Yoshi gefunden in einem Parcours und habe hier ihm auch was gleich gegeben. Und jetzt gehen wir hier zu dem einen Ding hin und werden uns jetzt hoffentlich nicht töten lassen. Ich laufe ganz am Rand. Lasst mich in Ruhe. Sehr gut. Sehr gut. Das war mal wieder der falsche Knopf. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Oh, das kann ich auch mit Yoshis Saft. Eine blaue Münze. Das ist alles eigentlich nur für eine blaue Münze, aber für mich war es das wert. Ganz ehrlich, Leute. Cool. Ja, dann können wir wieder aus dem Level raus. Okay, also nochmal. Wir haben den Leuchtturm fertig. Wir haben fertig die Statue. Wir haben fertig, Porto Doro, das Bootshaus, haben wir das auch schon fertig? Ich habe schon wieder vergessen. Dann bleiben noch hier das. Machen wir mal das hier. Gehen hier mal rein. Das war ja die Sache mit dem Bayer Paradiso, genau. Die Flasche der roten Münzen. Machen wir das mal. Jetzt kommen so ein paar Level, da habe ich ein ungutes Gefühl bei. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht so ganz mein Zeugs. Bayer Paradiso ist zwar wunderschön, aber irgendwie... Und es ist immer noch lila. Eureka, ich weiß es. Ja, jetzt weiß ich es. Jetzt, was ich jetzt weiß? Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist. Logo. Die Antwort bist du. Du musst auf den Grund des Meeres. Natürlich ist dir das momentan nicht möglich. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, ole, ola. Mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Jetzt habe ich das übersprungen, scheiße. Bewege dich mit dem Dreck weg und hole die roten Münzen. Aber übertreibe es nicht. Geht dir die Luft aus, schnapp dir die anderen Münzen, um Luft aufzufüllen. Kann es losgehen? Lol. Was? Was? Wie jetzt? Da drin? Will der mich jetzt verarschen? In der Flasche? Ein Testkurs? Der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Oh mein Gott. Nein, ich will nach oben. Wie komme ich denn... Ah, lol. Ach, mit dem Dreck weg, hat er ja gesagt. Nein, 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 nein. Wo sind die? Ja, gut. Die habe ich. Wo ist die rote Münze? Ich sehe sie nicht. Da. Alter, was ist das denn für ein Parcours, bitte? Ich sehe die rote Münze nicht, ganz ehrlich. Hier ist sie. Ich komme da drauf jetzt nicht ganz so klar gerade. Ey, lass mich los! Lass mich raus! Nein, da war ich fast dran. Okay, hab ich. Da ist noch eine rote. Nein, 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 nein. Alter, ich komme da drauf ab. Lass mich los! Junge! Ich komme da drauf jetzt echt nicht so ganz klar. Alter! Lass mich doch in Ruhe! Ja, ich habe kaum Energie, ich weiß. Hier drüben habe ich wieder welche, okay. Vier. Das war's, die vierte. Oh Gott. Fünf. Sechs. Hier haben wir noch eine. Sieben. Nein, nein, nein. Boah. Oh Gott.
Ich will die Münze. Oh, ey, diese Steuerung hier, ne? Das macht mich fertig. Ich schwör's euch. So bestimmt hier. Hier ist Nummer 8. Na, Halleluja, wir haben es geschafft, ey. Boah, diese Steuerung, die hat mich hier fertig gemacht. Man kann sich nur mit dem Dreck wegbewegen und er hat es ja auch gesagt, aber die ist so dumm, diese Steuerung. Das glaubt ihr mir nicht. Aber endlich haben wir das Level abgeschlossen. Oh, Halleluja. Insignia Nummer 45. Wir nähern uns so langsam, aber stark dann doch irgendwie den 50. Der magischen 50-Grenze. Piazza Delfino. Oui. So, mal gucken, was wir jetzt da machen müssen. Also das war jetzt nur ein Testlauf, so wie wir das gehört haben. Jetzt kommt ja das, der wirkliche Grund vom Klempner zum Zahnarzt. Einwandfrei. Das Wasser müsste jetzt theoretisch immer noch lila sein, weil das war ja irgendwie... Hat ja nicht den Grund behoben. Ja, es ist lila und wir müssen hoch zum Wasserfall, würde ich mal behaupten. Ne? Da ist nämlich der Typi, war ja klar. Wow, wir haben ein Seil. Oh Mario, du begibst dich nun auf den Grund des Meeres. Upsi wartet oben. Auf dich, und trag dies. Dies Seil ist eine Abkürzung direkt zu Upsi. Wetten irgendwie nicht so. Vielleicht geht das Seil kaputt auf dem Weg dahin, oder ich weiß es auch nicht. Ich nehme mal die andere Düse auf jeden Fall. Sicher ist sicher. Und, mal gucken, wie wir dann so vorankommen. Warum haben die kein Seil direkt zu dem Typen gespannt? Das ist doch total blöd. Hier hin. Moin. Hui. Und ab geht's nach oben. Und hier hoch. Und dann hier hoch. Und dann muss ich hier wieder schauen, dass ich... hier auf das Ding hochkomme. Ja, genau. Und dann hier hoch. Hat ja super geklappt. Aber jetzt dann. So. Und nun tue ich erstmal mein Wasser auffüllen. Wasser ist wichtig, liebe Leute. Achso, da komme ich ja nicht hoch. Ich musste ja, weil ich hier oben bin, musste ich hier hinten weiter, glaube ich. Ja. Ist richtig. Boah. Mach mich nicht schwach. War hier hinten noch was? Ach nee, nur eine Münze. Lol. Was für eine Scheiße, Alter. Das kennen wir jetzt schon. Wir können es klein machen mit dem Wasser. Dann können wir es mitnehmen. Dann ist es in handlicher Größe. Dann schmeißen wir es hier hin. Und dann wird's groß. Hui. Dann können wir hier hoch. So, was willst du denn jetzt schon wieder, Opi? Du scheinst bereit zu sein. Der Schmutz kommt von einem Riesenaal. Er haust im Heim unserer Vorfahren am Grund des Meeres und lässt dort gefährliche Hohlräume entstehen. Siehst dir mal genauer an. Da unten ist eine blaue Münze, ich hab das gesehen. Das heißt, ich soll jetzt in den Wasserfall springen. Der entkorkte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinein, tauche zum Grund und putz die Zähne des Aals. Das lindert seinen Schmerz und er kehrt nach Hause zurück. Auf, sammle deinen Mut und tauche. Jetzt ernster. Ah, ich wollte schon sagen. Ich wäre jetzt sehr enttäuscht gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Okay. Also ich habe an viele Level Erinnerungen, aber an das habe ich keine Erinnerung. Das ist jetzt mal wieder total blind nebenbei. Und ich habe bedrohliche Musik. Da unten ist er doch, der Typ dann, oder? Sehe ich das richtig? Mario, jetzt geh halt runter. Ja, natürlich nähert sich giftiges Material. Aber wir haben wieder nur eine Chance. Über Münzen holen wir uns hier Energie wieder, ist klar. Schon klar, oder? Hat mal einer gesagt, hier in... Ja, und wie besiege ich den jetzt?
Scheint ganz gut zu sein, oder? Oder muss ich da jetzt hier hoch? What the fuck? Ich muss hier hoch. Nein, ich will hier nicht rein. Nein! Es ist dunkel, ich habe Angst. Ja, ich habe auch Angst. Ah! Wir haben uns rausgehauen. Toll. Ich brauche erstmal Münzen. Münzen, Münzen! Aber ganz schnell! Ich habe Angst. Es ist dunkel, ich habe Angst. Ja, komm, 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 komm. Komm, schnell! Münzen! Ja. Ist ein bisschen blöd gelöst, dass man hier keine Luftblasen hat. Jetzt komm. Außerdem ist die Kameraperspektive ja mal mega scheiße. Und ich sehe mal gar nichts, Alter. Unter den Umständen sehe ich wirklich null. Nein, ich möchte das nicht. Gibt es denn keine Position, wo ich den mal schön die Zähne sauber machen kann? Doch, hier. Alter, ich hasse dieses Level, ja. Wenn man sich echt nur mit dem Dreck weg hier bewegen kann. Ich mag sowas nicht. Alter, oh Mann. Das könnte sie ein bisschen hinziehen, Leute. Ich mach das nicht mit Absicht, aber ich will nicht in den Strudel von dem Typen gezogen werden. Also haben wir nicht unendlich Münzen. Komm, komm, komm! Oh, fuck. Ich brauche eine Münze, ich brauche eine Münze, ich brauche eine Münze, aber ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Mario! Mach mich nicht schwach! Ah! Diese Steuerung, ne? Ich schwöre es euch, ne? Die macht mich kirre. Macht die mich kirre. Auf dem höchsten Grad. Da haben wir wenigstens ein paar Münzen. Ich kann nur nicht... Wow, ich darf den Zahnarzt echt spielen für den Kack. Ja, es ist dunkel. Ich weiß es. Aber als erstes ist es noch ganz wichtig, ich muss Münzen holen. Eins, zwei, drei. Nächster sauber. Okay, ich muss da runter, ich muss da runter, ich muss da runter. Komm, Mario. Geh runter. Geh runter, bitte. Ich komme auf den Bosskampf nicht gleich. Stimme ich bestimmt auch total behämmert an, aber ist jetzt egal. Der verliert Leben auf Leben auf Leben. Die ganze Zeit. Und hier sind auch nicht unendlich Münzen. Komm schon! Was muss da sich auch so ein Aal verstecken? Nee, nee, das möchte ich nicht. Das habe ich nicht gebucht. Das möchte ich echt nicht.
So, ich muss aber erstmal echt wieder auf den Boden der Tatsachen trotzdem. Auch es hilft nichts. Ich brauche Luft und Energie halt. Boah, ich spring immer. Ich drücke immer springen, aber es bringt ja nichts. Weil. Wir sind ja hier unter Wasser und da kann ich ja nur mit dem Dreck weg. Und er ist so lahm. Nein, 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 nein. Ja, es ist so dunkel. Ich weiß, ich habe auch Angst. Der spuckt uns wieder aus. Entschuldigung. Dreh dich doch mal, Mario. Alter, der dreht sich auch gar nicht, ne? Das ist total schlimm, diese Steuerung. So, und jetzt brauche ich wieder Leben. Aber ganz fix. Energie, komm! Geh halt runter, Mario, geh auf Tauchen. Der braucht da so ewig, ne? Bis er runtergeht. Wo haben wir denn hier noch was? Wir haben kaum noch Leben. Ja, mit der Kameraeinstellung sehe ich auf jeden Fall was. Hier vorne haben wir noch was. Ich glaube, ich soll den Bosskampf nochmal neu machen. Und das machen wir im nächsten Part dann. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß noch, tschüss.